Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute herzlich aus Bamberg grüßen, als Leiterin der Volkshochschule Bamberg-Stadt. Wir freuen uns, dass wir jetzt live und später auch per Mediathek einen Vortrag unserer Dozentin Lore Klemann anbieten können. Von der Bistumsgründung zum UNESCO-Welterbe geht es um unsere Stadt Bamberg. Frau Klemann ist Diplom-Designerin, Gästeführerin und Denkmalpflegerin und seit vielen Jahren bei uns tätig im Studium Generale und als Führerin, aber auch als Vortragende bei uns im großen Saal. Heute hat sie sich der Herausforderung gestellt, das Ganze auch on air zu machen. Und ich freue mich sehr, Sie mit Lore Klemann bekannt zu machen, die Sie jetzt in Ihre Lieblingsstadt Bamberg führen wird und mit vielen Bildern aus unserer schönen Stadt, die heute sehr sonnig ist, verzaubern wird. Eine gute Zeit mit uns und später auch in der Mediathek. Alles Gute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich zu meinem Vortrag begrüßen. Wie es der Titel schon ankündigt, von der Bistumsgründung zum UNESCO-Weltkulturerbe, bedeutet dies eine Zeitspanne von 1000 Jahren. Zahlreiche Jubiläen begleiten uns die letzten Jahre. 2002 fand die Landesausstellung vom Haus der Bayerischen Geschichte hier statt mit dem Thema Heinrich II., 1000 Jahre Königskrönung. 2007, 1000 Jahre Bistumsgründung. 2012, 1000 Jahre Weihe des ersten Bamberger Domes. 2015, 1000 Jahre Gründung des Benediktinerklosters St. Michael. 2018, ein Zeitsprung, 25 Jahre UNESCO-Weltkulturerbe und schließlich in diesem Jahr, 2020, 1000 Jahre Weihe des Kollegiatstiftes St. Stephan. Der Vortrag ist wie folgend gegliedert. Nach einer kurzen Einführung begleite ich Sie durch das Welterbe Bamberg mit den drei historischen Siedlungskernen der Bergstadt, der Inselstadt und der Gärtnerstadt. Welterbe heißt aber auch Weltkulturerbe bewahren. Es folgen drei Beispiele aus der Denkmalpflege. Welterbe muss aber auch für die Zukunft weiterentwickelt werden und so stellt sich die Frage nach neuem Bauen in historischer Umgebung anhand von zwei Beispielen. Und am Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Weltdokumentenerbe und das immaterielle Kulturerbe. Die UNESCO, eine Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, wurde 1945 gegründet und hat heute 195 Mitgliedstaaten. UNESCO-Welterbeliste gibt es seit 1978. Der erste Eintrag war der Aachener Dom. Sie umfasst aktuell 1121 Stätten in 167 Ländern. Dazu gehören die Pyramiden von Gizeh, das Taj Mahal, Venedig. Man muss hier unterscheiden zwischen Kulturstätten, Naturstätten und auch gemischte Stätten. Des Weiteren gibt es eine rote Liste des gefährdeten Welterbes in der Welt. Und das ist in erster Linie in Kriegsgebieten, wie zum Beispiel in Syrien und im Jemen. Von den 1121 Städten liegen 46 in Deutschland und davon wiederum 8 in Bayern. Diese sind im Einzelnen. Die Würzburger Residenz und der Hofgarten 1981, 1983 die Wallfahrtskirche die Wies, 1993 die Altstadt von Bamberg, 2005 die Grenzen des Römischen Reiches, das ist eben ein länderübergreifendes Welterbe, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, 2006 die Altstadt von Regensburg, 2011 die prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen. Das ist wieder länderübergreifend,
Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich und Slowenien. 2012 das markgräfliche Opernhaus Bayreuth und 2019 das Augsburger Wassermanagementsystem. Nächste Folie bitte. Die Altstadt von Bamberg wurde am 11. Dezember 1993 auf der 17. Tagung des UNESCO-Komitees in Cartagena in Kolumbien als 624. Welterbestätte in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. In der Begründung heißt es, die UNESCO-Welterbestätte Bamberg ist ein einzigartig, hervorragend erhaltenes Beispiel für eine auf mittelalterlicher Grundstruktur entwickelte mitteleuropäische Stadt. Die Stätte umfasst ein vielschichtiges, aus drei Siedlungskernen, Bergstadt, Inselstadt, Gärtnerstadt zusammengewachsenes Gebiet, das der Ausdehnung der Stadt seit der Bistumsgründung 1007 durch Kaiser Heinrich II. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts entspricht und das im 18. Jahrhundert prachtvoll barockisiert wurde. Als Grundlage diente die 1992 beschlossene Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit. Die Konvention beinhaltet 10 Kriterien, auf deren Basis Bamberg mit den Ziffern 2 und 4 aufgenommen wurde. Im Kriterium 2 heißt es, etwas, was den Austausch von Werten der Menschheit über einen Zeitraum oder über eine Kulturregion darstellt. Auf Bamberg bezogen, die Bamberger Stadtstruktur und die Architektur des Mittelalters und der Neuzeit übten seit dem 11. Jahrhundert einen starken Einfluss auf die städtischen Formen und Entwicklungen in Ländern Zentraleuropas aus. Kriterium 4, ein herausragendes Beispiel eines Typs von Gebäude, Ensemble oder Landschaft. Auf Bamberg bezogen wiederum, Bamberg ist ein hervorragend und repräsentatives Beispiel einer frühmittelalterlichen Stadt in Zentraleuropa, in seinem Grundriss als auch in seiner Vielzahl erhaltener kirchlicher und weltlicher Gebäude. Die UNESCO verleiht den Titel Weltkulturerbe an Städten, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit, Authentizität, das heißt historische Echtheit, Integrität, das heißt Unversehrtheit, weltbedeutend sind und von den Staaten, in denen sie liegen, für den Titel vorgeschlagen werden. Bamberg konnte diese Kriterien erfüllen, da die Altstadt im Zuge der Stadterweiterungen von einschneidenden Veränderungen bewahrt wurde. Hinzu kommt von jeher ein waches, lebhaftes Interesse des Bürgertums, die sich bereits früh um die Erhaltung einzelner Gebäude sorgte. Von ganz entscheidender Bedeutung jedoch war die Tatsache, dass Bamberg im Zweiten Weltkrieg im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Städten verhältnismäßig glimpflich davon kam. Nach dem Krieg wurde nicht großflächig erneuert, sondern vorhandene Bausubstanz behutsam saniert. In den 1950er Jahren wurde das überragend bekannt gewordene Bamberger Modell ins Leben gerufen. Ziel dieses Modells war es, private Eigentümer bei der Sanierung ihrer denkmalgeschützten Häuser zu beraten und finanziell zu unterstützen. 1973 wurde das Bayerische Denkmalschutzgesetz erlassen und 1982 wurde die Altstadt Bamberg zum Stadtdenkmal erhoben. Die seinerseitige Abgrenzung als Stadtdenkmal stellt heute zugleich die Pufferzone für die UNESCO-Welterbestätte dar. Die Welterbestätte Altstadt Bamberg umfasst 142 Hektar und im gesamten Stadtbereich inklusive der Stadterweiterungen hat Bamberg 1.343 Baudenkmäler. Professor Dr. Maria Böhmer, die Präsidentin des Deutschen UNESCO Kommission schreibt 2018 anlässlich des 25-jährigen Jubiläums, die UNESCO-Welterbestätten sind Zeugnisse überragender menschlicher Schöpferkraft. Sie stehen für den Schatz, den uns vergangene Generationen hinterlassen haben. Die Altstadt von Bamberg ist ein Spiegel des Könnens und der Handwerkerkunst, ja der Innovationskraft,
des Hoffens und auch des Leidens von Menschen, die in den Jahrhunderten des Lebens der Bamberger Stadtgesellschaft, die Bamberger Stadtgesellschaft geprägt haben. Begeben wir uns nun auf einen Spaziergang durch das einzigartig historisch gewachsene Stadtbild, geprägt von vielen Facetten der Zeit. Das Welterbe lässt sich immer wieder auf neuen Wegen mit den unterschiedlichsten Themen spannend neu erleben. So ist dieser Spaziergang für die einen Zuhörer ein Neuentdecken, für die anderen Zuhörer ein Wiedererkennen und vor mir selbst eine individuelle Sichtweise, ohne den Kern des Themas zu verlieren. Wie man eingangs der Begründung entnehmen kann, umfasst die Altstadt von Bamberg drei Siedlungskerne, die Bergstadt, das geistliche Zentrum, die Inselstadt und die Gärtnerstadt. Die geistliche Bergstadt, wie Sie rechts dem Text entnehmen können, ist geprägt von dem Dom, den ehemaligen Residenzen des Fürstbischofs, der Immunität St. Michael, St. Stephan, St. Jakob sowie die bürgerliche Bergstadt mit der oberen Pfarre und der ehemaligen Hackersiedlung. Die bürgerliche Inselstadt ist geprägt durch die beiden Arme der Regnitz, die spätestens im 12. Jahrhundert mit einem Markt und einer Bürgersiedlung begründet wurde. Und die Gärtnerstadt mit dem geistlichen Stift St. Gangolf bildet den Kern der Besiedlung, deren mittelalterliche Struktur bis heute ablesbar ist. Auf der Folie erscheint nochmal der Titel und der Text. Wir gehen gleich weiter auf die nächste Folie. Und hier sehen Sie einen Ausschnitt des Domplatzes, an dem wir unseren Spaziergang beginnen. Mit Dom, alter Hofhaltung und dem Bereich der neuen Residenz. Im Jahr 1602 fertigte der Landvermesser Petrus Zweitler diesen gründlichen Abriss der Stadt, eine topografische Karte der fürstbischöflichen Haupt- und Residenzstadt Bamberg in Vogelperspektive. Auf 4 Kupferplatten gedruckt gilt der Bamberger Zweitlerplan als einer der besten Stadtpläne seiner Zeit und besitzt bis heute einen hohen dokumentarischen Wert. Örtliche Details des Planes können bis heute am Stadtbild erschlossen werden. Auf dem heutigen Domplatz, wo sich der Dom, alte Hofhaltung, neue Residenz befindet, befand sich vor 1000 Jahren das Castrum Babenberg, die Babenburg, eine Befestigungsanlage, die bis heute durch archäologische Grabungen gesichert ist. Die Babenburg wurde erstmals im Jahr 902 in Zusammenhang mit der Babenberger Fehde in der Chronik von Abt Regino von Brünn erwähnt. Bei der Babenberger Fehde handelt es sich um eine Auseinandersetzung zwischen den Familien der Babenberger und der Konradiner um die Macht im mittleren Maingebiet und in deren Verlauf die drei Babenberger Brüder ums Leben kamen. Für die Konradiner bedeutete dies der Gewinn des ostfränkischen Königsthrons. Konrad I. wurde 911 in Forchheim zum König gekrönt. Damit wurde die Babenburg Königsgut. Sie sehen hier eine Bronzeskulptur des Forchheimer Künstlers Hans Dressel aus dem Jahr 1998. Konrad zeigt mit seiner rechten Hand auf den Reichsapfel, den er in seiner linken hält. Nach seinem Tod wurde Heinrich I. Aus dem Adelsgeschlecht der Louis-Dolfinger und Herzog von Sachsen sein Nachfolger. Der bedeutende Chronist Widukind von Corvey schilderte, König Konrad selbst habe vor seinem Tod den Auftrag gegeben, Heinrich die Königswürde anzutragen und ihm die Insignien zu überbringen. 10 Jahre später, im Jahr 929, bestimmte König Heinrich I. entgegen der Tradition, dass das Reich in Zukunft nicht mehr geteilt, sondern nur noch jeweils dem ältesten Sohn, in seinem Falle Otto, vererbt werden sollte. Otto seinerseits übertrug seinem Bruder Heinrich das Herzogtum Bayern. Dies führte zu Auseinandersetzungen, die sich über Generationen erstreckte. Otto wurde 962 als Kaiser Otto I. in Rom gekrönt und dann
werden die Louis-Dolfinger auch Ottonen genannt. Am 27. Juni 973 schenkte dann sein Sohn Kaiser Otto II. Auf Fürbitte seiner Mutter Adelheid die Babenburg an seinen Vetter, den Bayernherzog Heinrich den Zenger, als Versöhnungsgeschenk. In der Schenkungsurkunde heißt es, die Burg Babenberg mit allen dazugehörigen Dienstleuten beiderlei Geschlechts, Gebäuden, Kirchen, bebauten und unbebauten Ländereien, Wiesen, Weiden, Wäldern, Fürsten, Forsten, Förstern, Zeitler, Wasser und Wasserläufen, Mühlen, beweglichen Sachen, Wegen und wegloses Land mit Abgaben und Einkünften. Sie sehen hier eine Miniatur aus dem Regelbuch von Niedermünster. Das zeigt Heinrich im fränkischen Gewand. Und dieses Blatt befindet sich in der Staatsbibliothek Bamberg. Im gleichen Jahr wurde dem Bayernherzog Heinrich dem Zenger ein Sohn geboren, ebenfalls namentlich nach dem Vater benannt, der spätere Heinrich II. Und Gründer des Bistums Bamberg. Heinrich war ursprünglich für einen geistlichen Beruf vorgesehen und stand unter der Obhut von Bischof Abraham von Freising. Er besuchte die Domschule in Hildesheim und wurde schließlich Bischof Wolfgang von Regensburg anvertraut. Hier schildert ein weiterer Geschichtsschreiber, Zeitzeuge und Bischof Dietmar von Merseburg in seiner Chronik von der Kindheit von Heinrich und seiner einzigart geliebten Stadt, dem heutigen Bamberg. Als Heinrich schließlich Kunigunde, die Tochter von Siegfried von Luxemburg, heiratete, schenkte er ihr die Babenburg als eine Morgengabe nach der Hochzeitsnacht. 995 starb der Bayernherzog Heinrich der Zenger und sein Sohn Heinrich trat als Herzog Heinrich der IV. Von Bayern dessen Erbe an. Aber es trat eine Zeitenwende ein. Am 23. Januar 1002 starb völlig überraschend der Nachfolger Kaiser Otto II. Mit 21 Jahren in Italien. Im Ringen um die Krone setzte sich der Bayernherzog gegen seinen Mitbewerber durch. Und somit wurde Heinrich am 6. Juni 1002 von Erzbischof Willigis in Mainz zum König gekrönt und gesalbt. Seine Frau Kunigunde folgte der Krönung am 10. August 1002 in Paderborn am Tag des heiligen Laurentius. Ein Blatt aus dem Perikopenbuch Heinrich II., das etwa zwischen 1007 und 12 im Kloster Reichenau entstand und sich auch heute in der Bayerischen Staatsbibliothek in München befindet, zeigt den Herrschaftsanspruch des Königspaares. Die Miniatur zeigt im oberen Bildteil die Krönung durch Christus, begleitet von Aposteln Petrus und Paulus. Und im unteren Bildteil sieht man die Personifizierung von Roma, Gallia und Germania sowie den 6 Herzogstümern. Die Darstellung zeigt das mittelalterliche Herrschaftsverständnis, das Gottgnadentum als eine Begründung für monarchische Herrschaftsansprüche. Aber die Ziele von Heinrich waren noch weitreichender. Am 1. November 1007 musste er sein ganzes Geschick aufbringen, um sein Vorhaben einer Bistumsgründung durchzusetzen. Hier gab er folgende Gründe an. Er habe Gott zu seinem Erben bestimmt, denn auf Nachkommen kann ich nicht mehr hoffen. Memoria, Seelenheil und der Gedanke an Gott als Erben ihrer kinderlosen Ehe stehen dabei im Vordergrund. Die Weihe des Domes fand am 6. Mai 1012 am Geburtstag von Heinrich statt und erstattete den Dom mit reichen Schätzen aus. Aus diesem Anlass verfasste der Benediktinerabt Gerhard von Sion ein Preisgedicht über das neu gegründete Bistum als das neue Rom und als das Haupt der Welt. Ich zitiere hier einen kleinen Abschnitt. Hier glänzt gewichtiges Silber mit Bergen von Gold und dazu Seidenstoffe schimmert von Edelsteinen aller Art. Hort der Armen und Herrscher über die Großen ist es und der Haupt des Erdenkreises, hier wird jedweder Ruhm begründet.
Der 1012 geweihte Dom brannte 1081 nieder, sein Wiederaufbau 100 Jahre später, 1185. Der Bau des heutigen Domes fällt in die Zeit von Bischof Egbert von Andechs-Meranien. Er stammt aus einer bedeutenden Adelsfamilie mit der Stammburg am Ammersee und ausgedehnten Besitzungen in Oberfranken. Bezogen auf die Gründungsidee von Heinrich errichtete man ab 1190 eine doppelchörige Anlage mit den Patrozinien Georg im Osten und Petrus im Westen. Die Architektur fällt in die Zeit der großen gotischen Kathedralen Frankreichs und spiegelt den Übergang von der Spätromanik im Osten und der Frühgotik im Westen. Auf der Südostseite befindet sich das stilistisch älteste Portal, ein dreifach gestuftes Rundbogenportal mit Zickzackfries. Die Ausstattung der Skulpturen jedoch erfolgte erst um 1230 nach Fertigstellung der Marien- und Gnadenpforte, auf die ich gleich zu sprechen komme. Es waren vermutlich die letzten Werke der in Reims geschulten jüngeren Bildhauerwerkstatt, die maßgeblich am Bamberger Dom beteiligt waren. Über dem Portal sehen Sie ein Wappen. Das ist das aktuelle Papstwappen als Hinweis auf den Status des Domes als Basilika Minor, eine päpstliche Ehrenbasilika. Auf der linken Seite am Adamsportal sehen wir in der Reihenfolge von außen nach innen Stephanus im Gewand eines Diakons. Die Steine in seinen Händen verweisen auf sein Märtyrertod. Kunigunde, sie hält ein Modell des von ihr gestifteten Stephanskirche in den Händen. Heinrich, der Bistumsgründer. Die beiden haben wir gerade im Ausschnitt gesehen. Wir wechseln auf der rechten Seite, die Reihenfolge von innen nach außen. Petrus als der erste Papst. Er ist einer der Kirchenpatrone des Domes, wie gerade erwähnt. Und Adam und Eva als das erste Menschenpaar und Adam Namensgeber für das Portal. Auf der Nordseite des Domes befindet sich das Marien- oder Gnadenportal. Im Tympanon mittig sitzt Maria mit dem Jesuskind, zu ihrer Rechten der heilige Apostel Petrus mit Schlüssel und dahinter Georg mit Rüstung als eine der beiden Patrone des Bamberger Domes. Und zu ihrer Linken Heinrich II. Und Kunigunde als Stifter des Domes. Betritt man nun durch dieses Portal den Bamberger Dom, findet man am Ende der Chorschranken das berühmteste Werk des Bamberger Domes, der Bamberger Reiter. Bamberger Reiter ist ein Hochrelief, gearbeitet, bestehend und aus 8 Sandsteinblöcken, die rückseitig mit dem Pfeiler verdübelt sind. Geschaffen wurde er von den aus Reims kommenden jüngeren Bildhauergruppe. Er trägt ein prunkvolles Gewand, darüber ein Tasselmantel mit Tasselschnur, die er mit seiner rechten Hand fasst. Mit der linken Hand hält er den Zügel, er trägt eine Krone als Attribut eines Königs und das alles entspricht dem Schönheitsideal höfischer Eleganz. Jedoch viele Rätsel ranken sich um die Person oder um die Symbolik des Reiters. Es gibt über 10 verschiedene Theorien, wer oder was der Bamberger Reiter darstellen könnte. Einer dieser Theorien belegt den heiligen Stephan von Ungarn, der sich als König für die Christianisierung von Ungarns einsetzte. Stephan von Ungarn war verheiratet mit Gisela, der ältesten Tochter von Heinrich dem Zänger, und somit der Schwester des Bistumsgründers Heinrich II. Und es ist belegt, dass Stephan von Ungarn in Bamberg schon sehr früh eine außergewöhnliche liturgische Verehrung genoss. Aber der Bau des Bamberger Domes war überschattet von einem Mord. Am 21. Juni 1208 wurde König Philipp von Schwaben von Otto dem 8., diesmal einem Wittelsbacher, ermordet. Es war der Tag der Hochzeit zwischen Philipps Nichte Beatrix und wieder ein Otto, Otto der 7. Herzog von Andechs-Meranien. Getraut wurde das Paar von Bischof Egbert im Bamberger Dom, der ein Bruder des Bräutigams war.
Während Philipp seine Mittagsruhe hielt, suchte Otto der Achte, der Wittelsbacher, unangemeldet um eine Audienz nach. Der König gewährte sie ihm. Otto zog das Schwert und schlitzte Philipp die Halsschlagader auf. Nach dem Mord flüchtete Otto. Am 7. März 1209 wurde er als Vogelfreier bei Kelheim gestellt und getötet. Philipps Witwe, die schwangere Königin Irene, flüchtete auf die Burg Hohenstaufen und erlitt eine Fehlgeburt, an deren Folgen sie dann verstarb. Der Bamberger Bischof Egbert von Andechs-Meranien wurde beschuldigt, das Attentat geplant zu haben. Der wiederum floh zu seiner Schwester Gertrud, die war verheiratet mit König Andreas II. Von Ungarn. Dort hat er wohl die Verehrung von Stefan kennengelernt und so könnte man vermuten, dass deshalb zu Ehren des heiligen Stefan diese Reiterskulptur geschaffen worden ist. Aber Egbert hat die Fertigstellung des Bamberger Domes gar nicht mehr erlebt und er verstarb am 5. Juni 1237 in Wien. Wirft man aber einen Blick auf die Dombauhütten der damaligen Zeit, kommt man zu ganz anderen Erkenntnissen. Sie sehen hier drei Beispiele in zeitlicher Reihenfolge. In der Mitte Philipp II. August, König von Frankreich, liiert mit Agnes, interessanterweise wiederum eine Schwester von Egbert. Es folgt der Bamberger Reiter, zeitlich linke Hand 1235 und rechter Hand aus der Mitte des 13. Jahrhunderts der Bamberger Reiter. Und überraschenderweise sieht man immer wieder den vergleichbar selben Kopf. Kann das jetzt in Reims Philipp August sein, in Bamberg Stefan und in Magdeburg, wie oft interpretiert, Otto der Große, der Erste? Ich lasse diese Frage offen. Das zweite bedeutende Kunstwerk des Bamberger Domes, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist von dem großen fränkischen Bildschnitzer Tilman Riemenschneider. Es ist das Kaisergrab, die Grablege des heiliggesprochenen Kaiserpaares Heinrich II. Und Kunigunde. Der Bistumsgründer Heinrich ist ja 1024 verstorben, 1146 heiliggesprochen, Kunigunde 1033 verstorben, 1200 heilig gesprochen. Interessant ist auch der Aspekt, dass in diesem Jahrhundert neben Otto dem Heiligen drei Heiligsprechungen in Bamberg ausgesprochen worden sind. Auf der Deckplatte Heinrich und Kunigunde und wir sehen schon bereits eine Folie von der Seite mit der berühmtesten Legende der sogenannten Pflugscharenprobe. Kunigunde war sehr oft allein und eines Tages wurde sie beschuldigt, sie hätte ihren Mann Heinrich betrogen mit diesem Jüngling in der Mitte und als Beweis ihrer Unschuld musste sie über glühende Pflugscharen gehen und sie wurde als unschuldig befunden. Und das hier ist wunderbar dargestellt, weil um 1500 ist schon die Zeit der Renaissance und man sieht hier prachtvolle Kleidung dieser Zeit mit den einzelnen Protagonisten und am elegantesten gekleidet der Jüngling, der angeblich Kunigunde verführt hat, mit sogenannten Kuhmaulschuhen, mit dem er mit dem linken Fuß, das ist symbolisch zu sehen, nach vorne tritt. Ja, gehen wir wieder hinaus aus dem Dom und unser Blick fällt auf das Hauptportal des Bamberger Domes, das Fürstenportal. Es befindet sich auf der nördlichen Langhausseite zum Domplatz orientiert und es muss ikonografisch im Gesamtkontext gesehen werden. Es zeigt immer wieder die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Ganz interessant, das Bogenfeld in der Mitte, wo wir jetzt mal näher hineinklicken. Hier sehen Sie auf der linken Seite zur rechten Christi die Seligen mit beglückendem Lächeln und zur anderen Seite die Verdammten, die von dem Teufel in die Hölle gezogen werden. Und man entdeckt darunter die höchsten Würdenträger der mittelalterlichen Gesellschaft
Man findet einen Bischof, einen Papst, einen Mann mit einem Geldsack, das heißt einem Wucherer. Hier haben die Bildhauer das gesamte Spektrum der Gefühlswelten in Stein gemeißelt. Denn sittsam verhaltene Lächeln der Seligen steht das ungezügelte Lachen mit offenem Mund gegenüber. Das ist uns heute vertraut, aber im Mittelalter schreibt eine höfische Etikette das Lachen mit geschlossenem Mund vor. Demgegenüber steht das unverhohlene, ungezügelte und ungehemmte Lachen mit offenem Mund, meist nur der Gaukler, der Scharlatane und der Unehrenhafte. So ist es beschrieben in einem Roman aus der Zeit von Guillaume de Lory. Er verfasste um 1230, das fällt genau in die Zeit der Fertigstellung des Bamberger Domes, sein Roman De la Rose. Der Posaunenengel bläst zum jüngsten Gericht, das ist noch linke Hand des Tympanons zu sehen, daneben Abraham mit den Seligen im Schoß. Und vor dem Portal sehen wir auf der linken Seite Ecclesia als Verkörperung des Neuen Testaments der christlichen Kirche und auf der rechten Seite Synagoge als Verkörperung des Alten Testaments des jüdischen Glaubens. Das Fürstenportal wird nur an besonderen Anlässen genutzt, wie zum Beispiel an Fronleichnam am Hochfest des Leib des Herrn, das ja in der Barockzeit prachtvoll ausgestattet worden ist. Hier habe ich ein schönes Zitat aus der Zeit von 1973 gefunden. Dass Kunstkenner und Pilger aus Deutschland in großen Scharen zu Ostern nach Sevilla gehen und nach Sizilien, nicht aber im gleichen Maße an Fronleichnam nach Bamberg, ist, in Klammern den Bambergern, Klammer zu, unbegreiflich. In der großen Prozession werden alljährlich die Schätze der Stadt mitgetragen, soweit sie noch vorhanden sind, die Heiligen aus den Kirchen und Kapellen, die gebundenen kunstvollen Stäbe der Zünfte aus dem Diözesanmuseum, das mächtige Domkreuz von den mehr als 20 Männern auf den Schultern getragen. Kaum ist das Glockengeläut verklungen, sitzen die Männer und Frauen bereits bei Bier und Bratwürsten oder bei Wein in den Kneipen, manchmal sogar noch ihren Lokalheiligen vor der Tür. Und genau so ist es. Hier ein paar Impressionen. Das Bamberger Domkreuz, 600 Kilogramm, 18 Träger. Der Kern des Kreuzes stammt noch aus dem 11. Jahrhundert, ist mit kostbaren Materialien beschlagen, wobei das nach der Säkularisation, eben nach dem Auflösen des Fürstbistums, nochmal durch eine Initiative der Bamberger Bürger mit einer Spendensammlung erneuert wurde, mit weniger kostbaren Materialien. Wir sehen linker Hand den heiligen Urban, der Patron der Bamberger Hecker aus der oberen Pfarre, und wir sehen rechts daneben die heilige Anna der Anna-Bruderschaft. Und noch ein paar Details am Rande. Ein Kraftakt, das 600 Kilogramm schwere Domkreuz wieder in das Diözesanmuseum über die Treppen zu bringen. Und rechter Hand eines der Blütenkränze, die die Träger auf dem Kopf tragen. Wir werfen nochmal einen Blick auf den Zweitlerplan. Wenige Schritte in Richtung des Domplatzes erreicht man den Nabel der Welt. Sie sehen da einen Pfeil. Hier gehen wir in der Geschichte noch einmal zurück in das Jahr der Bistumsgründung 1007. Heinrich wollte ein neues Rom gründen, mit einer Peterskirche wie in Rom. Nach der Gründung des Domes folgt 1015 das Benediktinerkloster St. Michael, 1020 das Kollegiatstift St. Stephan, im darauffolgenden Jahrhundert zwei weitere Kollegiatstifte, St. Jakob und St. Gangwolf, als geistliche Immunitäten. Die Lage dieser frühen Kirchengründungen bilden auf dem Stadtgrundriss ein imaginäres Kreuz. Bereits der italienische Geschichtsschreiber Gottfried von Viterbo beschreibt 1191, die Siedlung in ihrer Gesamtheit symbolisiert ein Kreuz am Schnittpunkt seiner Arme,
Der Petersdom zur rechten Stift St. Stephan, zur linken Kloster Michaelsberg, an seiner Spitze St. Jakob, an seinem Fuß St. Marien, besser bekannt als St. Gangolf-Stift. Und genau an diesem Punkt, am Nabel der Welt, stand bis im 18. Jahrhundert die sogenannte Tatermann-Säule. Gehen weiter. Höhepunkt der mittelalterlichen Reliquienverehrung war die alle 7 Jahre stattfindende Heiligtumsweisung, bei der die Reliquien der Kirchen Bambergs auf dem Domplatz der versammelten Menge gezeigt wird. Es gibt einmal dieses Blatt hier aus dem Bamberger Heiligtumsbuch von 1508 und ein Blatt, ein Buch eigentlich in der Staatsbibliothek mit einem Blatt von Johannes Veil. Das zeigt die Prozession mit dem Heinrichsschrein. Auf der Säule selbst steht eine Figur mit einem nach Osten segnenden Christus. Gehen weiter. In jüngerer Zeit entstand der Wunsch, diesen Nabel der Welt wieder neu zu kennzeichnen. Anlass und feierlicher Rahmen bot 2007 das 1000-jährige Bistumsjubiläum und der israelische Künstler Micha Ullmann schuf eine in die Erde eingelassene negative Säule in der Form des Reliquienschreins von Heinrich II. Mit der Spitze gen Jerusalem ausgerichtet. Wir erreichen die alte Hofhaltung mit dem hohen Renaissancegiebel, der schönen Pforte und dem malerischen Innenhof. Sie diente als bischöfliche Hofhaltung, bestehend aus den ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden und ist ein großartiges Zeugnis der Baukunst an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Neuzeit fällt allerdings in ein ganz dunkles Kapitel, die Zeit der Hexenverfolgungen in den Jahren 1595 bis 1632, bei der über 800 Personen der Hexerei verdächtigt worden waren. In der Zeit residierten auch die Bischöfe unten am Schloss Geierswörth. Wir gehen zurück durch die schöne Pforte zum Domplatz, werfen einen Blick auf die neue Residenz und erreichen das Bauwerk des 17. Jahrhunderts in einer Blütezeit. Und es war ein historischer Glücksfall, dass Lothar Franz von Schönborn, ein Mann auf dem Bamberger Bischofsstuhl, kam, der ein leidenschaftlicher Kunstfreund und Bauherr war. Lothar Franz von Schönborn wurde Fürstbischof in Bamberg, 2 Jahre später Erzbischof in Mainz. Und bei seiner Wahl musste er allerdings eine Wahlkapitulation unterschreiben mit dem Paragraphen, der ihn ermahnte, keine neuen Schlösser zu bauen oder die eingefallenen kostbarlich zu reparieren. Glücklicherweise erklärte 1695 der Papst alle Wahlkapitulationen als rechtsungültig und so konnte Lothar Franz von Schönborn seiner Baulust frönen. Ab 1698 begann unter der Leitung des Hofarchitekten Leonhard Dienzenhofer der Bau der neuen Residenz, ursprünglich geplant als barocke Dreiflügelanlage, die allerdings nie vollendet worden war. Am 13. März 1700 erließ Lothar Franz von Schönborn ein Mandat, mit dem er den Neubau von Häusern durch Steuervergünstigungen förderte. Und dank dieser Förderung wurde Bamberg unter ihm und seinen Nachfolgern zu einer Barockstadt, eigentlich richtig formuliert zu einer barockisierten Stadt. Und er sagt über sich selbst, das Bauen ist eine Lust und kostet viel Geld, aber einem jeden Narren seine Kappe gefällt. Nachfolger wurde sein Neffe Friedrich Karl von Schönborn, der nach seiner Reichsvizekanzlerzeit in Wien Fürstbischof von Bamberg wurde. Er führte die Barockisierung ganz in seinem Sinne fort, so auch unter den weiteren Nachfolgern. Und es entstand die Idee einer barocken Achse, ausgehend von einer Fernhandelsstraße im Osten der Stadt, mit dem Ziel fürstbischöfliche Residenz. Es entstand die Seesbrücke, des Weiteren das Priesterseminar, das Katharinenspital von Balthasar Neumann, die Jesuitenkirche, die wir nachher noch kurz sehen werden, der Gabelmann,
mit dem Ziel, das barockisierte Rathaus darf ich nicht vergessen, mit dem Ziel der neuen Residenz. Und wir werden die barocke Achse in diesem Vortrag umgekehrt beschreiben. Zunächst gehen wir noch ein paar Schritte hinter die alte Hofhaltung. Wir werfen einen Blick in die Domstraße mit den zahlreichen Domherrenhöfen, sogenannte Kurien aus der Zeit vom 15. bis 18. Jahrhundert. Jede Kurie hatte eine eigene Kapelle und deren Patron namensgebend dann für den gesamten Hof war. Es ist eine vom Adel geprägte mittelalterliche Stadtstruktur aus Wohnhäusern, Wirtschaftsgebäuden und Innenhöfen. Obere Karolinenstraße 1, die Curia Schönbornia aus dem 15. Jahrhundert, ist ein gotischer Fachwerkbau mit vorkragendem Obergeschoss, erbaut von dem Domherren Johann von Redwitz und war im 17. Jahrhundert im Besitz der Schönborns. Im 18. Jahrhundert wurde für den Domherren Lothar Franz Wilhelm von Rodenhahn und den Baumeister Johann Michael Küchel errichtet und dient nun seit 1817 als erzbischöfliches Palais. Links die ehemalige Domfisterei und Domdechantei. Das Gebäude wurde ebenfalls von dem Baumeister Johann Michael Küchel errichtet. Rechts die Curia St. Laurenzi, auf die ich später noch einmal zu sprechen komme. Vom hinteren Bach gelangt man zur oberen Pfarre oder zu unserer lieben Frau, eine Kirche im 14. Jahrhundert unter Fürstbischof Lambert von Brunn anstelle des romanischen Vorgängerbaus errichtet. Betritt man den Kirchenraum, eröffnet sich eine typisch basilikale Bauform des Mittelalters, aber auch ein Innenraum, der mit Licht, Glanz und Fülle, die im Zuge der Barockisierung maßgeblich verändert worden ist. Unter der reich stuckierten Barockdecke verbirgt sich noch das gotische Tonnengewölbe, überlagert von Stuckaturen mit dem Leitornament der Barockzeit, dem Akanthusblatt. Der Blick fällt auf den mächtigen Hochaltar, ein Altartypus, der sich seit dem Trientiner Konzil im Zuge der Gegenreformation durchsetzte. Der Hochaltar wurde 1714 ebenfalls von Lothar Franz von Schönborn gestiftet und geweiht. Sie sehen hier sein Wappen, links mit dem schwarzen Löwen im goldenen Feld für das Hochstift Bamberg, rechts das Rad im roten Feld für das Erzbistum Mainz. Im Zentrum des Altars steht das Gnadenbild der sogenannten freudenreichen Mutter Gottes aus dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts, geschaffen aus dem Kreis der Kölner Madonnen. Mit ihrer Verehrung erfuhren die Beteten Hilfe und Trost bei Krankheit und Not. Sie steht auf einer Mondsichel. Und das belegt die Offenbarung des Johannes mit dem Kapitel 12, Vers 1. Ein großes Zeichen erscheint am Himmel. Eine Frau mit der Sonne umkleidet, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte ein Kranz von 12 Sternen. Am Hochfest der Kirche Maria Himmelfahrt wird sie prachtvoll barock gekleidet. Das heißt, sie wird entnommen. Wir sehen jetzt eine Folie mit dem Blumenschmuck und dann schließlich eine Folie mit der Kleidung, mit einer barocken Kleidung, mit einer Mondsichel aus Blumen. Und sie wird am darauffolgenden Sonntag in einer Prozession hinunter zur Martinskirche, der ehemaligen Jesuitenkirche, an der wir nachher noch vorbeikommen, getragen, weil dort befindet sich die Skulptur einer schmerzensreichen Mutter Gottes, einer Pietà. Und somit kommen wir dann schon zur Inselstadt. Begrenzt durch die beiden Regnitzarme, die spätestens im 12. Jahrhundert mit einem Markt und einer Bürgersiedlung gegründet wurde. Wir sehen wieder einen Ausschnitt vom Zweiglerplan. Der Pfeil ist ganz unten, zeigt auf den grünen Markt. Das alte Rathaus, die nächste Folie, markiert die alte Herrschaftsgrenze zwischen bischöflicher Berg und bürgerlicher Inselstadt und zeigt deutlich das Machtbestreben des Bamberger Bürgertums.
Im Kern mittelalterlich wurde es im Zuge der Barockisierungsmaßnahmen in den Jahren 1744 bis 1756 von Johann Jakob Küchel umgestaltet. Auf dieser Folie kann man deutlich erkennen, dass es unterschiedliche Stilmerkmale gibt. Ein im Kern mittelalterlicher Turm wurde eine barocke Fassade mit Rokoko-Elementen vorgeblendet und von ganz besonderer Bedeutung sind die von Johann Anwander geschaffene Fassadenmalerei mit seiner Signatur, die Sie oben in ganz klein sehen können. Die Signatur mit einem heraushängenden Fuß, was auch so ein bisschen ein Merkmal von Bamberg geworden ist. Wir sehen noch ein weiteres Foto vom alten Rathaus, der Blick durch den Torbogen. Und wenn man da noch weitergeht, ein paar Schritte bei blauem Himmel, sieht man diese ganzen Häuser, wie sie ineinander geschachtelt sind, mittelalterlichen Ursprungs mit vorgesetzten barocken Fassaden, also eine über Jahrhundert gewachsene Struktur. Das ist nochmal der Blick auf die obere Brücke in die andere Richtung. Wir kommen an den Kranen. Die Schifffahrt geht also auch bis zur Bistumsgründung zurück. Bereits im 12. Jahrhundert hat Kaiser Friedrich Barbarossa das Stapelrecht verliehen. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an musste jedes Schiff die Ware 3 Tage lang in der Stadt zum Verkauf anbieten. Und 4/5 des Güteraustausches zwischen Nürnberg, der großen Patrizierstadt, und Frankfurt, der großen Messestadt, ging über den Main. 25 Mainzollstationen musste man zwischen Bamberg und Frankfurt passieren. Aus dieser Bedeutung heraus hatte Bamberg ein besonderes Privileg. Jährlich zur Messe wurde den Bamberger Schiffern eine Zollfreiheit durch das Pfeifergericht zu Bamberg verliehen. Bereits Johann Wolfgang von Goethe berichtet darüber in seinem Werk Aus Dichtung und Wahrheit. Im Meyers Konversationslexikon ist es folgendermaßen beschrieben: Pfeifergericht, ehemals eine zu Bamberg, Frankfurt am Main unter Pfeifen und Pauken zur Zeit der Herbstmesse gehegte Gerichtssitzung des Schöffenrates, wobei die Deputierten der Städte Nürnberg, Worms und Alt-Bamberg einen hölzernen Becher, einen Pfund Pfeffer, einen alten weißen Biberhut, ein paar weiße Handschuhe, ein weißes Stäbchen und ein Räderalbus überreichten und die Bestätigung ihrer Messprivilegien, namentlich der Zollfreiheit, erhielten. Diese Feierlichkeit erschloss mit der Auflösung des Deutschen Reiches, also das heißt bis zur Säkularisation 1802/3 in Bamberg. Wir gehen zur nächsten Folie. Der Betrieb des Kranis, das heißt des Kranes, lag in den Händen des städtisch vereidigten Kranischhebers. Die heutigen eisernen Kräne stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, aus der Zeit des Baus des sogenannten Ludwig-Donau-Main-Kanals und haben ihre ursprüngliche Funktion verloren. Heute beleben Hafenrundfahrten für Touristen den ehemaligen alten Hafen. Hinter der Hafenanlage liegen die ehemaligen Fischerhäuser, auch Klein-Venedig genannt. Bereits um 650 gab es eine Fischersiedlung auf der gegenüberliegenden Regnitzseite unterhalb des Domes, dem sogenannten Sand. 1300 gab es eine Zunft. Die Zunft unterhielt eine Fischertrinkstube im Sandbad. Doch 1323 wird dieser Bereich zu eng. Man siedelt auf die andere Flussseite, baut die Fischersiedlung auf, die heute als Klein-Venedig bekannt ist. Die Zunft der Gerber war auf der anderen Seite des Rathauses zu finden, aber auch noch an weiteren Standorten, untere Sandstraße und Kleberstraße. Sie werden im 14. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Und die rückseitigen Galerien, wie man sie heute immer noch am alten Kanal sehen kann, der Handwerkerhäuser, verweisen eben auf den Bautypus eines Gerberhauses. Eine Liste aus dem Jahr 1498 nennt 29 Zunftmeister und darunter auch eine Meisterin.
Bereits in der Schenkungsurkunde an Heinrich den Zenker 973 sind Mühlen erwähnt. Hier haben Sie einen Blick auf den Bereich der oberen Mühlen. Es gab drei Mühlenkomplexe, die oberen, die Steinmühlen, die unteren, die Brudermühlen, die Mühlen an der Rathausbrücke, die Fischmühlen. Es gab Steinweizenmühlen, Kornmühlen, Öl- und Walkmühlen, Schleifmühlen, Lohmühlen und Malzmühlen. Den Komplex der oberen Mühlen, der hier zu sehen ist, wurde in den 1980er Jahren neu erbaut mit Hotel, Restaurant, Studentenwohnheim und einem Wasserkraftwerk. Und über die Regnitz gelangt man dann zur Inselstadt mit dem Grünen Markt und dem Neptunbrunnen. Aber der heißt in Bamberg Gabelmoor, Gabelmann. Die Brunnenanlage entstand ebenfalls im Rahmen der Barockisierungsmaßnahmen. Neptun blickt auf die Martinskirche, die ursprünglich als Jesuitenkirche zum heiligsten Namen Jesu im Zuge der Gegenreformation 1686 bis 96 nach Plänen von Georg und Leonhard Dienzenhofer erbaut wurde. Und darin befindet sich die vorhin erwähnte schmerzensreiche Mutter Gottes. Rund um den Gabelmann ist das Leben am Grünen Markt besonders bunt. Die Obst- und Gemüsestände der Marktkaufleute sorgen hier von Montag bis Freitag für ein reges Markttreiben. Es kommen jetzt ein paar Folien vom Markttreiben. Auch hier von der Humsera, die typische Bamberger Gärtnersfrau. Und wir werfen noch einen Blick auf Obst und Gemüse. Das ist allerdings von letztem Jahr. Noch eine weitere Folie. Und Hermann Ludwig Heinrich Fürst von Pückler-Muskau schreibt 1834 ein Lob auf die Bamberger Gärtner. Einzig ist die Pracht, mit der sich die Gemüsewelt hier entfaltet. Solche Kolosse von Kraut, Blumenkohl und Salatköpfen, solche Könige unter den Rettichen, solche viele ellenlangen Lanzen von Süßholzwurzeln, solche Ungetüme von Artischocken, Karden und Rüben aller Art sahen meine Augen noch nie. Wir gehen dann über den rechten Regnitzarm, heute den Main-Donau-Kanal, und gelangen in die Gärtnerstadt. Mit dem geistlichen Stift St. Gangolf bildet die Gärtnerstadt oder St. Gangolf bildet den Kern der Besiedlung dieser mittelalterlichen Struktur, die auch Teuerstadt genannt wird. Und diese Struktur ist bis heute noch ablesbar. Wir sehen wieder einen Ausschnitt aus dem sogenannten Zweitlerschen Plan. Diesmal einen Nachdruck ein paar Jahre später von Georg Braun und Franz Hogenberg. Es gibt auch Beschreibungen dazu, hier von einem Magister Bonius bei dem Original. Was aber über die Fruchtbarkeit des bambergischen Ackers und Feldbau betrifft, ist dieselbe gar fruchtbar und austräglich und so guter Luft, Grund und Boden, dass nicht allein Granaten, Zitronen und Pomeranzen darauf zeitig werden. Wir haben linker Hand den Ausschnitt der Hecker am Berg und rechter Hand einen Ausschnitt der Gärtner im Tal. Und bereits vor der Bistumsgründung existierte hier eine Siedlung, die Teuerstadt. Und das Kollegiatstift St. Gangolf entstand im Zuge der Bistumsgründung und ein Jahrhundert später unter Bischof Gunder und ist eine der bereits erwähnten geistlichen Immunitäten. St. Gangolf liegt am Steinweg, einer alten Fernhandelsstraße, der heutigen Königstraße bzw. Nürnberger Straße. Und in dem Pfarrbuch von St. Gangolf wird bereits 1368 erstmals ein Gärtner mit dem Namen Fritz Pleißner erwähnt. Um 1400 verzeichnet man 30 Gärtnerfamilien, um 1450 bereits eine Zunft und bereits 70 Gärtnerfamilien. Wir werfen einen Blick in die Mittelstraße mit den typischen Gärtnerhäusern. Das Bamberger Gärtnerhaus ist eine Sonderform eines Ackerbürgerhauses. Man unterscheidet zwischen einer Hofstadt, einem
und einem Durchfahrtshaus, so wie es hier zu sehen ist. Das Durchfahrtshaus ist draufständig zur Straße ausgerichtet, eingeschossig mit einer mittleren Tordurchfahrt. Und diese Durchfahrt führt in den Hof, in das dahinterliegende, in den dahinterliegenden langgestreckten Hausgarten. Eines davon ist das Gärtner- und Hecker-Museum in einem typischen Wohnstallhaus aus dem 18. Jahrhundert, genauer gesagt 1767. Und das Museum vermittelt heute die Kulturgeschichte des innerstädtischen Gartenbaus. Über den Museumsgarten gelangt man dann in den Sortengarten, in dem das grüne Erbe der Stadt mit lokalen Haussorten wie Zwiebeln, Knoblauch, Rettich und Wirsing gezogen werden. Vom Garten selbst hat man noch einen wunderbaren Blick auf die Otto-Kirche, ein Bau der Jahrhundertwende, geplant von Otto Orlando Kurz. Ja, werfen wir mal einen Blick in eine solche Gärtnerei. Mit dem Besuch der Kräutergärtnerei Musserol lernen wir auch gleich was über den Dialekt der Bamberger Gärtner, nämlich Musserol ist ein alter Ausdruck für Majoran. Majoran war eines der Hauptanbauprodukte der Bamberger Gärtner im Mittelalter, besonders begehrt natürlich für die Bratwurst und für die Leberwurst. Gehen wir zur nächsten Folie. Wir sehen, machen einen Blick in die Kräutergärtnerei. Das ist also eine Gärtnerei. Wenn das immer so das Lachen anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Wenn man das jetzt auch live hört. Also, bei allem Ernst, das ist ein wunderbarer Ort, deswegen habe ich es auch reingenommen, nämlich Kräuter nach ökologischer Pflanzenerde, nach eigenem Kompost, biologisch gedüngt, ohne chemischen Schädlingsbekämpfungen, ein Hofladen, ein wunderbarer Hofladen, Gewächshäuser. Und wir gehen mal weiter, weil wir sehen da nämlich noch eine Folie. Man wagt Neues. Und man wagt Neues, nämlich mit Lavendel, ein Hauch der Provence. Und jetzt müssen wir, glaube ich, auf den nächsten Ordner springen. Da hätten wir Zeit gehabt zum Lachen. Und kommen zum Süßholz. Das ist nämlich auch ein Hauptprodukt in Bamberg, was über Jahrhunderte angebaut worden ist. Und heute auch wieder angebaut wird. Das war also eine Aktion zur Landesgartenschau, eine der Initiativen. Das ist auch mit einer wunderbaren Legende verbunden. Man erzählt sich, dass Süßholz nur dort wächst, wo Heinrich und Kunigunde, insbesondere Kunigunde, ihren Fuß aufsetzte. Die Vermehrung von Süßholz erfolgte durch sogenannte Fächser, die etwa 10 cm tief in den Boden eingegraben werden. Warme, tiefgründige Böden sind da besonders, sandige Böden sind besonders gut dafür geeignet und es dauert etwa 4 Jahre, bis das Süßholz geerntet werden kann. In der Barockzeit, man kennt eine Zahl von 1792, exportierte man Süßholz bis nach Prag, Wien und nach Ungarn. Und es war also ein Meisterstück eines Bamberger Gärtnermeisters, eine Süßholzwurzel auszustechen und unverletzt auszugraben. Das stand in der Zunftregel Paragraph 2 der Bamberger Gärtnerzunft. Es ist dann immer mehr und mehr zurückgedrängt worden. Man hat aus Rüben Zucker gewonnen. Man hat dann nur noch auf Jahrmärkten wie bei dem Walberlerfest Süßholz verkauft. Und so gab es 2007 nur noch vereinzelt Beete. Man gründete dann die Bamberger Süßholzgesellschaft und hat in Bamberg wieder begonnen, Süßholz anzubauen. Auf der nächsten Folie sehen wir nämlich interessanterweise eine ausgegrabene Süßholzwurzel vom Beet der Landesgartenschau. Und da kann man sich mal ein Bild davon machen, wie diese Wurzel aussieht. Wir gehen zur nächsten Folie.
In der Gärtnerstadt gibt es noch eine weitere von Leichnamsprozession. Man unterscheidet das in Bamberg zwischen der großen und der kleinen von Leichnamsprozession. Und diese kleine von Leichnamsprozession findet am Sonntag darauf nur in der Gärtnerstadt statt. Sie sehen hier einen ganz prachtvollen Altar in der oberen Königstraße. Auf der nächsten Folie einen Altar in der Mittelstraße. Und auf der nächsten Folie des sogenannten Prozessionsfenster. Die niedrigen Fenster dieser Gärtnerhäuser werden geöffnet, sie werden geschmückt mit Prozessionsfähnchen, mit Prozessionstüchern und den Hausheiligen und weiteren Blumen. Und Sie sehen auch hier, die ganze Straße ist geschmückt. Die beiden Hauptheiligen sind der heilige Sebastian und Christus als Gärtner mit Maria Magdalena. Das hängt damit zusammen, dass Maria Magdalena eigentlich die ursprüngliche Patronin der Gärtner war, weil es ist biblisch belegt im Johannesevangelium, dass am Ostersonntag Maria Magdalena Christus als Gärtner begegnete. Aber in Bamberg gab es eine Trennung zwischen oberer und unterer Gärtnerei. Und so wurde eben noch ein zweiter Heiliger, der heilige Sebastian, zum Schutzheiligen der Bamberger Gärtner. Wir gehen auf die nächste Folie. Und es gibt eine Besonderheit. Vor 300 Jahren sind Bamberger Gärtner nach Posen ausgewandert. 1719 haben sich also zu Fuß Bamberger Gärtner vorwiegenderweise auch aus der Umgebung auf den Weg gemacht nach Posen. Das war jetzt genau 300 Jahre her. Das wurde letzten Oktober gebührlich gefeiert. Und da sind auch diese beiden Folien der Fotos entstanden. Es waren ursprünglich etwa 100 Familien mit insgesamt 500 Menschen. Wenn man in Posen hinter das Rathaus geht, dann entdeckt man eine Skulptur, die Bamberka. Das ist ein Brunnen mit einem Mädchen in Bamberger Tracht, die ist 1915 entstanden. Sie trägt eine hölzerne Wassertrage mit einem daran befestigten Schöpfkrug. Ja, und wir beenden unseren Rundgang durch die Gärtnerstadt und somit auch durch das Weltkulturerbe Bamberg auf einem Aussichtsturm, der auch im Rahmen der Landesgartenschau neu errichtet worden ist. Und von dessen obersten Plateau, wir gehen auf die nächsten Folie, hat man einen traumhaften Blick zurück in die Bergstadt. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Links sieht man die vier Domtürme nebeneinander, fast parallel nebeneinander. Oben die Altenburg und rechts die Türme des Benediktinerklosters St. Michael. Ja, Weltkulturerbe heißt aber auch Weltkulturerbe bewahren. Der Welterbetitel ist eine mit der Verpflichtung verbunden, den Bestand an künftige Generationen sicherzustellen. Und für die einzelnen Bauvorhaben, wie im Folgenden sehen, müssen natürlich Konzepte erstellt werden. Und wir sehen als erstes das Gebäude Obere Brücke 2 in der Nähe des alten Rathauses. Gibt es ganz interessante Anblicke. Wir haben das hier von der Rückseite. Wir gehen mal auf die nächste Folie. Und da sehen wir die Eingangsseite, krumm und schief. Und wir können gleich auf die nächste Folie gehen. Es wurde also in den Jahren 1999, 2001 eine Generalsanierung unterzogen. Kriterien waren Rücksichtnahme auf den Altbaubestand, Verwendung baubiologischer Materialien, Einsatz traditioneller handwerklicher Techniken und einen Einbau moderner Haustechnik. Und für die gelungene Sanierung erhielt die Hausbesitzerin, Sie sehen das hier rechts, die europäische Denkmalmedaille European Union Prize for Cultural Heritage Europa Nostra Award 2004. Wir kommen zu dem Gebiet Sand unterhalb des Domberges, eines der ältesten Siedlungsgebiete mit einer ganz hohen baulichen Dichte, kunsthistorisch bedeutend. Ein klassisches Mischgebiet aus Wohnen, Arbeit und Freizeit.
Hier wurde 2005, 2006 unter Einbeziehung der Bewohner vorbereitende Untersuchungen durchgeführt, ein Entwicklungskonzept mit einem Zeit- und Maßnahmenkatalog erstellt. 2003 drängten sich noch 4.500 Autos in 24 Stunden durch die Stadt. Wir haben hier ein altes Foto, das nächste ist noch ein altes Foto. Man hat ein Konzept erstellt, es wurde die Straße erneuert, es wurden Gelder bereitgestellt für die Sanierung und für St. Elisabeth, da haben wir nochmal einen Blick in die Straße, St. Elisabeth bei der nächsten Folie, das ist auch nochmal ein altes, hat man Gelder bereitgestellt aus einem Konjunkturprogramm 2009, 2014. Das war damals auch eine Krise, also ganz aktuell. Damals wurden eben Welterbestätten Gelder zur Verfügung gestellt in einem Investitionsprogramm nationaler UNESCO-Welterbestätten. Und damit wurde unter anderem, in Bamberg gab es, soweit ich weiß, 8 Projekte, Sanierungen in St. Elisabeth durchgeführt. Und wir sehen auf der rechten Seite eine Skulptur von Markus Lüberts und wir haben das große Highlight, dass jetzt bereits 2 Fenster, Glasfenster von Markus Lüberts in St. Elisabeth eingebaut worden sind. Moderne trifft Historisches. Und das wird gleich das nächste Thema sein. Noch ein Blick in die Sandstraße. Genau. Wir kommen zum neuen Bauen in historischer Umgebung und als erstes sehen wir nochmal die Kurie St. Laurenzi, das erzbischöfliche Ordinariat. Wir können gleich auf die Folie gehen, wir sehen es im Gesamten. Das wurde in den Jahren 2009 und 12 im Zuge der Rückübereignung an die Erzdiözese Bamberg aufwendig saniert. An erster Stelle stand, wir können die nächste Folie nehmen, dabei die ehemalige Kapelle St. Laurentius mit ihrem Vorraum. Man hat hier einen Freskenzyklus freigelegt mit der Legende des heiligen Laurentius. Man hat die Holzbohlendecke gereinigt und gefestigt und somit entstand ein neuer, würdevoller Sakralraum, in dem alter Bestand konserviert, aber eine neue Funktion zugeordnet worden ist. Und ganz interessant im Vorraum, Sie sehen eigentlich einen ganz modernen Raum in historischem Ambiente. Und wenn man noch eine Folie weiterkommt, was ganz Spektakuläres, hinter einer Abmauerung befand sich eine historische Herdstelle, die im Zuge der Sanierung in eine ganz moderne Teeküche umgewandelt worden ist. Das Treppenhaus als nächstes aus den 1960er Jahren und der ganze Eingangsbereich wurde einem künstlerischen Wettbewerb unterzogen und der Münchner Künstler Manfred Meierle gestaltete den Bereich mit den Materialien Jura, Marmor und Sandstein, eben typische Materialien hier aus der Gegend und einem typischen Motiv, nämlich dem Motiv einer Schnecke, eine modern interpretierte Schnecke, die man als Motiv bei Bamberger Treppenaufgängen oft findet. Und mit einer geschickten Farb- und Lichtgestaltung wurde hier eine spannungsreiche Raumfolge, ja eine erhabene Ausstrahlung geschaffen. Ja, modernes Bauen in historischer Umgebung. Wir kommen zur Universität Bamberg, die ja auch in der Stadt historische Gebäude bezieht, die saniert und auch wieder erweitert werden müssen. Und es ist die Frage, wie baut man neu, also jetzt nicht nur innen saniert, modern, sondern insgesamt neu in historischer Umgebung. 2005 fand in Wien eine UNESCO-Konferenz zum Thema Weltkulturerbe und zeitgenössische Architektur statt und das dort erarbeitete Wiener Memorandum mit dem Untertitel Welterbe und zeitgenössische Architektur bezieht sich auf historische Städte der UNESCO-Welterbeliste, deren Weiterentwicklung ein zukunftsorientiertes Handeln erfordert. Modernes Bauen in historischer Umgebung darf allerdings nicht zu Lasten historischer Bausubstanz oder Blickbeziehungen gehen. Die bauliche Entwicklung muss ablesbar sein.
Wie gesagt, ein Beispiel der Universität. Wir haben gleich erstmal das historische Gebäude, Haus am Kranen, das bereits seit dem 15. Jahrhundert als Kupferhof im Besitz der Familie Lorber zu den Störchen erwähnt worden ist, eine bedeutende Bamberger Bürgerfamilie. Das Gebäude wurde in den Jahren mehrfach umgebaut und 1998 seitens des Freistaates Bayern für die Universität, für das Institut Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte angekauft. 2009 musste dieses denkmalgeschützte Anwesen aufgrund von akuter Einsturzgefahr geräumt werden. In den folgenden Jahren wurde es saniert und wir sehen schon auf der Folie ergänzt durch Neubauten. Es entstanden Büroräume, Besprechungsräume, Labore und auch im rückwärtigen Gebäude Lagerfläche. Und geht man dann ein paar Schritte weiter, steht man in einer völlig neuen Welt. Man betritt den Burgershof und überrascht mit einer Glasfassade, mit einem modernen Glasbau der Teilbibliothek 4 der Sprach- und Literaturwissenschaft. Das nächste Objekt ist das neu entstandene, letztes Jahr eingeweihte Welterbezentrum. Es entstand im Bereich der unteren Mühlen anstelle der ehemaligen Kaufmanns-, Leibel- und Sterzermühle. Die ersten Mühlen wurden ja bereits in der Schenkung der Babenburg an Heinrich den Zenker erwähnt. Sterzermühle 1629 erbaut, nach einem Großbrand im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut und nach einer erneuten Erstörung 1945 wurde das Gebäude abgetragen bis ins Erdgeschoss. Und so verblieb es über Jahrhunderte, so kannten wir es, wie es gerade auf den beiden Folien zu sehen war. 2005/06 fand ein Gestaltungswettbewerb statt, der allerdings nicht umgesetzt wurde. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 16. Dezember 2015 fiel dann die Entscheidung im Hinblick auf das 25-jährige Jubiläum des UNESCO-Welterbe Bambergs, ein neues Welterbezentrum zu errichten. Und wir sehen hier schon die Baustelle. Die Bauarbeiten begannen 2016 mit archäologischen Grabungen, bei denen man Mühlsteine und rund 900 Eichenpfähle aus dem 11. bis 18. Jahrhundert gesichert hatte. Das neue Welterbezentrum wurde letztes Jahr am 29. April 2019 eingeweiht. Es entstand neben der Ausstellung ein Gastronomiebetrieb, ein Wasserkraftwerk für Stromerzeugung von 300 Haushalten. Die Ausstellung erfüllt auch eine weitere Aufgabe im Welterbe, denn Welterbestätten sind auch Lernorte, so wird es immer wieder zitiert, denn die Vermittlung von Welterbe hat eine genauso große Bedeutung wie der Schutz und der Erhalt. Hier wurde eine Dauerausstellung präsentiert mit dem Thema, ich zitiere, als Lesehilfe für die Altstadt. Sie orientiert sich an den drei historischen Siedlungszentren Berg, Insel und Gärtnerstadt. Es gibt Hörstationen, Filme, digitale Anwendungen und diese laden alle zum Kennenlernen des Welterbes ein. Und es sei noch erwähnt, eine weitere Aufgabe ist die Erstellung eines Welterbe-Managementplanes. Der ist jetzt gerade aktuell in diesen Tagen veröffentlicht worden. Es ist ein zentrales Planungsinstrument für den Schutz, die Nutzung, die Pflege und die nachhaltige Entwicklung der Welterbestätte. Ja, werfen wir noch einen Blick auf das UNESCO-Weltdokumentenerbe Memory of the World. Das Weltdokumentenerbe ist ein Verzeichnis. Es wurde im Rahmen der UNESCO 1992 erhoben, ins Leben gerufen und heißt eben zum Erhalt des dokumentarischen Erbes der Menschheit. Alle Dokumente, die von außergewöhnlichem Wert sind, werden archiviert, digitalisiert. Es sind Werke aus Archiven, Bibliotheken und Museen. 2003 wurden 10 Handschriften des Skriptoriums des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau im Bodensee aus dem 10. und 11. Jahrhundert in die Liste der Memory of the World der UNESCO aufgenommen.
Und das ist natürlich die Zeit der Ottonen, Heinrich II. Und wir haben in der Bamberger Staatsbibliothek zwei dieser Prachtexemplare. Sie sehen hier das Hohelied und Buch Daniel mit dem Kommentar Der Traum des Nebukadnezar aus der Zeit um 1000. Und als nächstes die sogenannte Bamberger Apokalypse als Schenkung Kaiser Heinrich II. Und seiner Gattin Kaiserin Kunigunde anlässlich der Weihe des Kollegiatstiftes St. Stephan zu Ostern am 24. April 2020, fast auf den Tag genau vor 1000 Jahren. Das Lascher Arzneibuch ist eine umfangreiche medizinische Handschrift aus der Zeit Karl des Großen, um 785. Es ist das älteste erhaltene Medizinbuch und befindet sich auch seit 1000 Jahren in Bamberg in der Staatsbibliothek. Ja, und wir kommen noch zum immateriellen Kulturerbe. Die Gärtnerstadt, der innerstädtische Erwerbsgartenbau, wurde nochmal separat auf dieser Liste genommen. Dazu die Genussregion Oberfranken und die Dombauhütten wurden auch 2019 in diese Liste des immateriellen Kulturerbes erhoben. Hier schuf die UNESCO ein weit wegweisendes Instrument zur Würdigung überliefernden Wissens und Könnens sowie der Bewusstseinsbildung auf die lokale, regionale und internationale Bedeutung. Ich erwähne noch kurz, das ist manchmal immer verwirrend. Es gibt also eine deutsche Liste, es gibt aber auch nochmal separate Länderlisten. Das heißt also, diese bayerische Liste ist nochmal wesentlich umfangreicher, was letztendlich in der deutschen Liste drinsteht. Beim innerstädtischen Erwerbsgartenbau wird eben der Halt und die Wiederbelebung der Gärtnerstadt und des Gärtnerhandwerks auch im Rahmen urbanen Gartenbaus gefördert. Das war eben auch ein Projekt, Förderprogramm des Bundes in den Jahren 2009 bis 2013. Es geht, verbindet die Aspekte Stadtplanung, Denkmalschutz, Tourismus und Erwerbsgartenbau mit dem Ziel, Gärtnerbetriebe und Gärtnerflächen als wesentlichen Teil des UNESCO-Welterbes sowie als prägendes stadtstrukturelles Element zu erhalten und zu entwickeln. Ziel des Projektes war es, die jahrhundertealte Gärtnerkultur auch für die Zukunft lebendig zu erhalten. Umgesetzt wurden ebenfalls im Rahmen der Landesgartenschau ein Neukonzept des Gärtner- und Hackermuseums mit einer didaktischen Vermittlung, der Gärtnerstadt Rundweg, der Bamberger Sortengarten als grünes Erbe der Stadt und die Direktvermarktung. Und somit wurde 2016 der innerstädtische Erwerbsgartenbau auf die Liste des bayerischen immateriellen Kulturerbes gesetzt. Als nächstes, es gibt noch eine Sonderform, Best Practice, gute Praxisbeispiele. Und da wurde die Genussregion Oberfranken erhoben, genau betitelt Bewahrung und Förderung von Kultur, Vielfalt und Qualität regionaler Spezialitäten in Oberfranken. Weil Oberfranken hat gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Bäckereien und Konditoreien, die meisten Metzgereien und nicht zu vergessen die meisten Brauereien der Welt. Und um diesen kulinarischen Reichtum bekannt zu machen, hat man 2007 den Verein Genussregion Oberfranken gegründet, ein Netzwerk aus Produzenten, Experten und Institutionen aus allen Lebensmittelbereichen, übrigens auch aus dem Tourismus. Und so wurde 2016 die Genussregion Oberfranken in die Liste des Registers guter Praxisbeispiele, Best Praxis des immateriellen Kulturerbes erhoben, auch wieder um Bayern bezogen. Zwei Produkte aus Bamberg möchte ich hier zum Abschluss herausgreifen. Zweimal Bamberger Hörnler, einmal eine Kartoffel, einmal ein Gebäck. Die Bamberger Hörnler Kartoffel wurde 1819 erstmals in Deutschland erwähnt und wurde dann jetzt wieder kultiviert, 2005 in die Liste von Slow Food aufgenommen und war 2008 Kartoffel des Jahres. Und das rechte Bamberger Hörnchen oder Hörnler geht zurück bis aufs 15. Jahrhundert. Da gibt es verschiedene Quellen.
Einmal den Pfister. Ein Pfister ist ein Bäcker, der Gott zu Hörnlein in der Königstraße 9. Und im Bamberger Stadtbuch von 1483 wurde ein Kunstzink, ein Hörnleinsbeck hinter St. Martin, wohl in der heutigen Fleischstraße, verwiesen. Und es wurde 1496 nochmal ein weiterer Hörnleinsbeck in der Ausstraße erwähnt. Ja, und mit diesem kulinarischen Erbe möchte ich nun meinen Vortrag beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.